privilegiert, dass wir überhaupt arbeiten können, jetzt Hockey spielen. Das müssen wir einfach, wirklich einfach geniessen, solange wir können. Weil wir wissen nicht, wie lange es noch geht, ob da jetzt noch die Mutation kommt oder wie das auch immer ist. Und da müssen wir einfach jeden Tag, wo wir auf die Eisbahn können, einfach wirklich enjoy. Das ist wirklich meine grosse Leidenschaft und für mich ist jeden Tag etwas mega Cooles, wenn ich aufs Eis gehe, in die Eishalle gehe, mit den Jungs sein und ja, ich glaube, es würde keinen anderen Beruf haben. Ich glaube, Dennis ist jemand, der jeder in der Eishalle, sagt das jetzt der Eismeister oder der Betreuer oder der Trainer, Mitspieler, schätzt, immer anständig ist. Es macht auch immer Spass mit dem Dennis in der Mannschaft zu spielen, er macht Witzli. Aber eben, ich glaube, so die gewisse Basis, Respekt, Freundlichkeit bringt er mega mit und ich glaube, das wird mega geschätzt an ihm. Ja, wir hatten zuhause auch mal auf der Terrasse damals noch ein kleines Eisfall und ja, Stunden verbracht dort. Und ja, jetzt war es leider halt nie mehr so richtig kalt gewesen. Einmal war ich auf dem Katzensee gewesen, aber sonst hat es ja nachher meistens reingeregnet. Und ja, hat man da nicht so ein Eisfeld draussen machen können, sondern eher auf dem Eisfeld halt. Es gibt, glaube ich, eine mega Ausgleichheit. Auch nach einem schlechten Match, du kommst heim, du siehst die Kids, sie haben Freude und alles andere ist vergessen. Und ich glaube, das braucht es auch im Hockey, das ist so schnelllebig. Heute Match, morgen nicht, übermorgen wieder Match, sondern da musst du einfach schnell können vergessen und es fängt wieder von neu an. Und ich glaube, für das ist Familie auch sonst über allem und das hilft mega. Egal was es war, man kommt heim und es gibt Kids da, meine Frau da und ja, man kann so alles ein bisschen ziehen lassen, sondern jetzt einfach da den Moment geniessen wir zusammen und ja, in dieser schweren Zeit, wir haben es wirklich mega gut gehabt, wir haben da draußen im Garten, im Haus Sachen gemacht und es ist eigentlich nie langweilig geworden. Er ist immer da und für alle und ich sage auch, man muss ein bisschen schauen, weil er kumpelt für, also vor allem auch Familie, also für die Familie, jemand braucht etwas und er geht und macht und also ich schätze es auch sehr, auch für uns, wenn irgendetwas ist, ja, kannst du eigentlich immer auf ihn zählen. Wir leben unser Leben so, wie wir es leben. Und es ist ja nicht, also vielleicht noch in der Anfangszeit, wenn du in den Ausgang gehst, dass irgendwelche Leute einfach kommen und es kennen ihn halt alle oder an der Tankstelle, er mit jedem zweiten redet und ich frage einfach viele, ja, wer ist das gewesen? Und meistens sagt er, keine Ahnung. Es ist wie wir leben unser Leben und ja. Vater war einer von denen, der auch heute noch, von ihm habe ich es gelernt, also von meiner Mami auch, aber nein, von ihm habe ich das meiste und er weiß, glaube ich, welchen Knopf drücken bei mir und ja, das ist so eine Figur, die ja, alles erreicht hat im Schweizer Hockey und man einfach aufschauen kann und was er erreicht hat und alles auch bei einem Club, viermal Meister, Nazi gut gespielt, das, ja, das ist etwas, was sehr speziell ist und ja, ich bewundere ihn für das. Es ist ja ganz klar getrennt, Hockey und Privat. Und ich glaube, darum ist unsere Beziehung auch so gut, weil wir die Sachen schön trennen können. So kommen wir rein. Das ist so, ja, mein Hockeyzimmer. Das hat mir meine Frau mal auf den Geburtstag geschenkt. Und ja, viel Andenken da. Hier an meine ersten Schlittschuhe. Neue Bändchen gezogen, weil es jetzt meine Kleine hat und ja, sehr speziell. Dann sicher auch
Das WM-Libri vom 13. Im Rahmen vom Schwiegervater alle Jungs unterschrieben. Das war ja, eine einmalige Zeit und werde ich nie vergessen. Mega, mega cool gewesen. Sicher einer der schönsten Momente und ich glaube, die Mannschaftszusammenstellung, wie wir, was für eine Chemie wir hatten, war einmalig. Und als wir in Zürich am Flughafen angekommen sind, so viele Leute hatten und ja, es hat wie so keine Sendung genommen. Und es sind immer mehr Leute gekommen und die haben gejubelt und da. Und ja, das ist etwas, was als Sportler das zeigt, dass das ganze Land hinter uns gestanden ist. Das ist etwa 300 Stück, kann ich dort querbeet alles durch. Und ich habe jetzt einfach mal ein paar zu mir genommen. Und cool, dass ich von denen eine Fitze habe. Bobby Orr, das Vierika, Verteidiger. Und ja, ich war bis heute der beste Verteidiger, den es gibt. Holzig, richtig schwer. Und nein, den habe ich von Jürg Ochsner bekommen. Der hat irgendwie gewusst, dass ich Stück sammle. Und er hat den gehabt. Und nicht mehr gebraucht und hat er mir gegeben. Und ja, jetzt ist er in meiner Sammlung natürlich mega lässig. Spezieller Stock. Ja, ist eine der grössten Hockey-Legenden überhaupt. Und ja, einfach alles Gute, was man gewinnen kann. Und sehr speziell, so einen Stock zu haben. Patrick Kane haben wir. Ja, der war im Lockout-Tag. Und durch den Spieler von Biel bin ich an den gekommen. Und ja, mit Unterschrift. Mega cool. Komutov, Marty St. Louis, Von Arx, haben wir da. Mats Sundin, Kozlov, Bykov, Todd Ellig, sehr speziell. Mit dem Töckel oben dran. Hast du wahrscheinlich auch noch nie gesehen. Hoffentlich kommen noch ein paar dazu. Die ganzen Spieler, die ich schon gegengespielt habe, meine Stöcke bekommen habe. Und ja, von früher, du einen Stock in den Arm nimmst, erinnerst du dich daran, wie ich gespielt habe. Und das ist schon immer ein bisschen speziell, wenn man da durchgeht. Ich glaube, wenn ich so einen Stock nehme von jemandem, den ich zusammengespielt habe, wie ein Kimo Rintanen oder ein Tommy Santala, das ist schon einmalig. Und da denkt man auch gerne zurück und denkt, eben, wir haben zusammengespielt und ja, cool, schöne Sachen zusammen erlebt. Ich hatte früh die Leidenschaft für die Autos mit meinem Bruder und dann haben wir immer ein bisschen mit dem zu tun gehabt. Und ich hatte eigentlich nie Interesse, bis ich 18 war und selber fahren konnte. Und seitdem haben wir eigentlich immer ein bisschen die Idee gehabt, um auch mal eine Garage aufzumachen, weil unser Grossvater der früher auch eine Garage hatte. Er macht das einfach sensationell, weil er reißt sich jeden Tag den Arsch auf und gibt einfach alles, was er hat für die Garage und sein Baby da. Wie geht's? Gut, dir? Ja, ich glaube, wir haben schon seit früher auf ein sehr gutes Verhältnis gehabt, der Beziehung. Klar hat es ab und zu dann mal geklopft, aber dann war es nachher wieder gut. Ja, es hat mich geklopft und nachher war es gut gewesen, aber ich glaube, wir haben wirklich ein sehr enges Verhältnis und wir hören uns eigentlich tagtäglich und ja, ich schätze das sehr. Er war schon ehrgeiziger bei den Junioren und ich glaube, ja, das zeigt es auch, dass er, wie soll ich sagen, immer kämpft und alles gibt, egal wie lange das Spiel noch geht oder bei welchem Spielstand. Und das zeichnet ihn halt aus, dass er ein Top-Spieler ist. Schrauben lösen und anziehen kannst. Ja, und ein bisschen wischen, das ist kein Problem. Ja. Nein, er wäre wahrscheinlich der, der die Flaschen füllt. Nein, also ich glaube schon, dass er da, wenn er da sich ein bisschen Zeit nimmt, dann vielleicht im vierten Block. Auf jeden Fall.